So, wir sind gerade live auf Facebook. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Abend. Wir sind heute mal am Montag mit einem Essenzmodell ungeschminkt live dran. Normal machen wir immer Freitagsabend. Aber nachdem wir heute einen super Gast eingeladen haben und der Marc sehr, sehr beschäftigt ist, haben wir auf einen Montag einen schönen Termin mit Marc gemeinsam gefunden. Und da möchte ich euch auch gleich mal begrüßen und kurz vorstellen. Ich begrüße mal den Marc Waller. Schön, dass du Zeit hast für das Gespräch. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Marc Waller ist Resilienztrainer, Coach, Autor und Speaker. Du hast ja auch gerade ein Buch rausgebracht, aber das wirst du dann, glaube ich, selber am besten kurz vorstellen. Dann möchte ich auch begrüßen, genau, Jürgen ist wirklich super vorbereitet. Dann begrüße ich noch in der Runde die Ines Walter, auch super vorbereitet. Coach des Essenzmodells und Psychologin. Wir haben jeweils 10 Bücher gekauft. Davon. Alles schon. Das ist doch ja. Hallo erstmal allerseits. Hallo. Schön, dass du auch dabei bist, Hallo, Ines. Ja. Wie so gut wie jeden ungeschminkt live. Das finde ich ganz großartig. Dann stelle ich noch ganz kurz mich vor, bevor ich dann weitergebe. Ich bin Michaela Brunbauer. Ich werde so ein bisschen die Moderation übernehmen, aber nachdem ihr heute ganz viel zu sagen habt, werde ich mich sehr im Hintergrund behalten. Aber die Kommentare von unseren Zuschauern im Blick behalten. Wenn es Kommentare gibt, dann werde ich die mit einbringen, dass ihr die gleich beantwortet. Also alle, die uns zusehen, bitte einfach in den Kommentar schreiben. Ich werfe die Fragen mit ein. Und dann ganz zum Schluss möchte ich jetzt noch den Jürgen Lutzniewski begrüßen als Coach des Essenzmodells und Begründer des Essenzmodells und gebe sofort gleich an euch weiter, weil ihr habt jetzt für die 45 Minuten sehr, sehr viel zu sagen. Ja, danke dir sehr. Michaela, ist immer wieder wunderbar, dich als Moderatorin, als Ansagerin zu haben, dann fühlt man sich so eingeladen. Ja, es ist toll. Marc, ich denke, wir werden ja hauptsächlich das Gespräch führen und Ines, wäre toll, wenn du vielleicht immer auch Ideen dazu hast, wie Michaela ist, guckt auf die Chats und schaut mal, wie wir das durch den Abend, die Dreiviertelstunde führen. Wir haben 2 große Themen, die ich gerne mit dir besprechen möchte. Das erste ist das Thema Lebensaufgabe, basierend auf dem Essenzmodell. Das hast du auch in deinem Buch beschrieben, auch wie du dich als Führungskraft dann auch präsentieren konntest. Das fand ich damals sehr stark, die Arbeit. Wir haben 2012 uns kennengelernt, damals bei dem medizinischen Großunternehmen. Ich glaube, den Namen darf man sagen, oder? Ja. Otto Bock darf man doch sagen oder so. Das darf man sagen, das ist ein wunderbares Sagen. Das war ja auch eine ganz wichtige Zeit in deinem Leben, das beschreibst du ja auch sehr deutlich. Und ich war sehr, sehr dankbar, dass ich dich da auch begleiten durfte, konnte. Und vor allen Dingen, was mir damals sehr, sehr gut getan hat, weil ich ja da relativ neu war mit diesem Thema Lebensaufgabe, Essenzmodell, hat sich dann erst 2014, also 2 Jahre später, so richtig entwickelt. Aber wofür ich extrem dankbar war damals, war die Wirksamkeit. Ja? Wie ich mich noch erinnere, wie ich dich fragte, bist du denn bereit, mit dem Satz wirklich vor deine Leute zu treten? So, och, ja, ich probiere es halt mal. So. Ja, so war's. Aber falls du dich noch erinnern kannst, aber du hattest unbedingt ziemlich an Angst, aber du warst unsicher auf jeden Fall, oder? Also da habe ich schon Respekt vor gehabt. Also auf einmal vor ein Team, ein neues Team von 60 Mitarbeitern zu treten und Führungskräften und dann mit so einem Satz, mit so einem Bold Statement, wie der Engländer sagt, also da anzutreten, das war schon eine besondere Herausforderung, aber ich muss tatsächlich sagen, das hat mich und ich glaube auch mein Team doch sehr strukturiert. Ja. Und das war der rote Faden, da habe ich auch nicht mehr losgelassen vor. Ja, das, wie war denn das für dich damals so mit mir? Oh, wie war das mit dir? Also aufregend, intensiv, auch das habe ich geschrieben im Buch und wirklich wunderbar, weil mir nichts Besseres passieren konnte zu dem Zeitpunkt, wo ich wirklich nach Orientierung gesucht habe. Ja. Und das war ein ganz, ganz besonderer Moment und ich bin auch dankbar, also dass wir heute nochmal, aber vor allem damals zueinander gefunden haben, weil ich in den Jahren zuvor nach einem Burnout schon eine längere Reise der Persönlichkeitsentwicklung hatte, an vielen Schwächen eigentlich gearbeitet habe. Aber was mir wirklich noch gefehlt hat, das war so die Orientierung, für was gehe ich eigentlich im Leben, für was stehe ich im Leben.
Und das ist einfach rausgekommen in wunderbarer Weise aus unserer Zusammenarbeit. Ja, danke dir sehr für die Blumen und so. Das war auch für mich übrigens ganz stark, weil ich habe zum ersten Mal tatsächlich den Mut auch gefasst, mit einer Führungskraft mal ganz intensiv an diesem Kernthema, an dieser Lebensaufgabe, so wie ich sie nenne, zu arbeiten und auch so, dass du das auch sprichst. Weil du wirst es wissen, viele Manager denken drüber nach, arbeiten ihren USP raus, aber sich dann wirklich vor 60 Leute hinzustellen und sagen, ich bin der, ja, das ist Mut, finde ich, für mich. Ja. Und es hat dir, und das fände ich ganz schön, wenn du es vielleicht unseren Zuschauern nochmal sagst, doch eine sehr starke Position gebracht, oder? Naja, ich hatte erstmal Respekt vor dieser Empfehlung. Ja. Die sind ja nie leicht, die du gibst, das muss man mal dazu sagen. Aber das Leben ist auch nicht leicht, sondern herausfordernd, und das war gut so, um diesen Weg zu gehen. Ich habe mich vor die wirklich meine neue Mannschaft gestellt. Du hast ja sozusagen keine Führungskraft, sondern eine Führungskraft ins B gecoacht und eigentlich mich da reingecoacht, denn ich war alles andere als eine Führungskraft bis dahin. Ja. Und erkannt hatte ich das, aber wie ich es jetzt werde und was ich dafür brauche, das war mir lange schleierhaft. Und das waren die Elemente, die Klarheit, also zu wissen, wofür stehe ich eigentlich, was ist so meine Lebensaufgabe, mit der ich antrete, und was ist so die Art und Weise, Einzigartigkeit, mit der ich das tue. Und dann das mal in einen Satz zu formulieren und vor einer Mannschaft völlig neu, völlig skeptisch, ja, ich als Fachkraft vor lauter Fach, also nee, als Manager, ja, als zukünftiger vor lauter Führungskräften und Fachkräfte zu treten, den ich allen in der Expertise ja nicht das Wasser reichen konnte, mit so einem Satz, das war schon herausfordernd. Und das habe ich gemacht. Und das hat mir Orientierung gegeben und ich glaube dem Team auch. Oder ich weiß. Absolut. Das glaube ich nicht nur, das weiß ich auch, weil ich später ja auch Teile von deinem Team selbst gecoacht habe nochmal in einem Teamprozess. Und da kann ich nur sagen, du wurdest wirklich von allen als jemand gesehen, der das auch lebt, der das auch ernst meint. Ich habe mir die Mühe gemacht, das nochmal in der PowerPoint-Präsentation nochmal zusammenzufassen, vor allen Dingen, weil das ja auch eine Entwicklung gab in den letzten Jahren, gerade als du dich dann mehr und mehr spezialisiert hast auf dieses Thema Resilienz. Ja? Die jetzt gleich zuhören und viel von dir kennen, die werden sich wundern, dass wir nicht auf diese ganze Entführung eingehen. Das haben wir uns gesagt, das machen wir mal bewusst nicht, weil es wurde schon so oft mit dir gesprochen, es kommt vielleicht zwischendurch mal durch, aber wir wollen uns mal um dieses Thema Führung kümmern, Lebensaufgabe kümmern, und dann habe ich was Besonderes vor mit dir, weil ich sehe, weiß ja, dass du sechs Schutzfaktoren wichtig findest für die Resilienz und drei Schritte gefunden hast, um stark aus Krisen hervorzugehen. Ja. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht zu überlegen, wie passt denn das mit dem Essenzmodell zusammen, und habe wirklich überraschende Übereinstimmungen gefunden, die ich gerne mit dir untersuchen würde. Ruhig mit allen Pros und Kontras und Ihnen ist natürlich gerne auch vielleicht mit psychologischen Aspekten noch dazu. Michaela schaut, dass das auch noch im Rahmen läuft. Wir haben jetzt knapp bis 8 Uhr Zeit noch, hoffe ich doch einigermaßen, weil das doch ein etwas Inhaltliches ist, was vielleicht nicht überall so ist. Ich schaue mal, dass ich es schaffe, jetzt hier den Bildschirm freizugeben. Das ist immer wieder ein wunderbares Abenteuer hier an der Stelle. Ich glaube, es geht. Man sieht hier die Urwunder kennen und die Lebensaufgabe entdecken. Essenzmodell, sieht man das? Ja. Wunderbar. Das hatte ich hingekriegt. So, dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Ich habe einen quasi Überblick hier gemacht, dass man mal weiß, manche kennen das Essenzmodell schon, manche noch nicht. Es sind zwei große Hemisphären, Überleben und Erfüllung. Urwunde, Überlebensstrategie, Belohnung und Triggerreaktion, Beitrag, Einzigartigkeit, Werte. Du kennst es schon sehr gut, Marc. Und jetzt gehen wir mal direkt gleich auf dein Thema. Wir hatten ja damals das Thema Einzigartigkeit. Ja. Meine wichtigste, erfolgreichste Erfahrung, Talent, Einzigartigkeit. Und ich erinnere mich, du hast damals formuliert, ich bin der, der Menschen wertschätzt und ihnen ehrliches Feedback gibt. Ich gehe es mal ganz kurz durch und guck mal, welche Kommentar dann von dir kommt. Wir hatten damals interessanterweise noch nicht so stark das Thema Werte im Fokus, das kam erst später noch dazu, aber der Beitrag für die Welt, damit sie sich, die Menschen, deine Mitarbeiter, vertrauensvoll öffnen und entwickeln können, das war enorm wichtig. Und das hast du ja vor den Leuten dann auch so gesagt, oder? Wie war denn das für dich? Ja, ich habe genau diesen Satz gesagt. Ich habe gesagt, ich bin der,
der Menschen wertschätzt und ihnen ehrliches Feedback gibt, damit sie sich vertrauensvoll öffnen und entwickeln können. Genau. Und was ist passiert? Naja, da waren schon Fragezeichen in den Augen erstmal, weil damit hatte niemand gerechnet. Und das war auch der eine Teil, glaube ich, in meiner Vorstellung, die wir auch zusammen durchgegangen sind, der mir schon Herzklopfen bereitet hat, weil sich so zu zeigen, wie man ist, ist erstmal nicht so leicht, hat aber den Vorteil, dann haben diejenigen zumindest schon mal eine Idee, wer vor ihnen steht und wie der tickt und warum. Und das war, habe ich festgestellt, vielleicht in dieser Präsentation erstmal nur ein Aufschlag. Ich habe mich ja nur vorgestellt, da waren viele Fragezeichen in den Augen natürlich, wer ist das jetzt wirklich? Aber da war erstmal sowas, so ein Referenzpunkt. Und an dem wurde ich natürlich auch gemessen und den habe ich auch nicht mehr losgelassen. Das war in meiner Führung mein roter Faden, den ich in mir hatte und den ich immer wieder in jedem Gespräch mit neuen Mitarbeitern, in jedem Jahresgespräch mit bestehenden Mitarbeitern immer wieder betont habe. Das kann ich bestätigen, weil wir waren ja einige Zeit doch immer wieder zusammen in der Reflexion darüber. Dann habe ich auch mit Mitarbeitern von dir zu tun gehabt. Und was im Laufe der Jahre als Führungskräftetrainer oder Coach mir klar wurde, ist, dass die meisten Führungskräfte, Manager nicht wirklich hundertprozentig authentisch sind, sagen wir mal so, ja? Sondern es sind immer noch Bedenken, Unsicherheiten und die wenigsten können das, was sie erkannt haben für sich, so in einen Satz bringen. Ja? Und natürlich wird am Anfang gesagt, wo kommt denn das her, da irgendwie so ein Coach da an der Seite, na logisch, werden wir mal sehen, ob der das ernst meint. Aber das Spannende war, dass du es ernst gemeint hast. Nee, ich habe es nicht nur ernst gemeint jetzt für andere, sondern das hat mir ja vor allem am meisten geholfen, weil ich immer die Herausforderung hatte, dass mir auf der einen Seite Wertschätzung sehr wichtig ist, also wirklich Menschen auch mitzunehmen und für ihre Qualitäten zu sehen und zu wertschätzen. Und das ist so in meiner Erfahrung immer ein bisschen auf Kosten der Durchsetzungsfähigkeit gegangen. Also Menschen, die nicht so wertschätzend sind, denen fällt es irgendwo leicht, einfach mal irgendwo drüber zu bügeln. Und das fand ich nie gut. Und ich habe mir überlegt, wie kann ich mich denn durchsetzen, obwohl ich eben mir wichtig ist, auch wie es dem anderen geht. Und da war für mich tatsächlich in dem Gespräch mit dir, so in dem Coaching-Prozess irgendwann klar, naja, ich habe noch eben diese zweite Qualität. Und das ist, dass ich durchaus bei Menschen, mit denen ich erstmal auch einen Bezug auch aufgebaut habe, eine Wertschätzung, dass ich da auch sehr klar Feedback geben kann und dass ich häufig derjenige bin, der Dinge sagt, die man eigentlich nicht so sagt, weil wenn man die aus dem Zusammenhang loslöst, dann sind die vielleicht auch nicht nur freundlich. Ja? Aber ich habe es eben trotzdem gemacht und es ging mir dabei auch immer gut, weil ich wusste, ich tue das wirklich aus bester Intention. Und diese Kombination auch zu sagen, anzukündigen als Führungskraft, ich bin wertschätzend, das heißt aber nicht zwangsläufig bequem, sondern ich habe ja auch ein Anliegen hier, ich habe auch einen Auftrag hier und ich gebe sehr klares Feedback. Einmal kündige ich an, was ich tun werde und was auch meine Erwartungen sind. Ich höre zu, was auch die Erwartungen meines Gegenübers sind und ich als Führungskraft werde auch entscheiden und gebe in allen Phasen des Prozesses der Zusammenarbeit immer wieder klares Feedback, wo ich sozusagen jemanden, nur mal um ein praktisches Beispiel zu geben, in einem Jahresgespräch, wenn ich jetzt jemanden auch bewerte, wie ich das tue, nämlich einmal nochmal meine Erwartungen formuliere aus meiner Rolle als Führungskraft heraus und dann im Vergleich dazu schaue, was ist denn meine Wahrnehmung und darauf ein sehr klares Feedback gebe, wenn dort eben ein Gap ist und dass man dann eben, dass wir dann zusammen schauen, wie können wir uns in Richtung der Erwartungen bewegen. Das ist ja das Spannende, Marc, dass wenn du etwas ankündigst, dass du wirklich ein Feedback gibst, ein ehrliches Feedback gibst und Wertschätzung hast, dass die Leute es ja irgendwo nicht richtig glauben, weil wir kennen das ja ganz selten. Aber plötzlich tust du das und ich weiß, das klingt ja so ein bisschen alles so nach Gutmensch, damit sie vertrauensvoll öffnen und entwickeln können, der Manager als Gutmensch. Aber du hast ja auch harte Situationen gehabt, wo du Leute plötzlich entlassen musstest oder wirklich vor den Kopf stoßen musstest, ja. Im Endeffekt. Ja? Wie war das denn? Wie hat denen das denn geholfen?
Naja, das hat mir die innere Sicherheit erstmal gegeben, dass ich weiß, was ich tue. Also ich hatte auch mir eine eigene Vision entwickelt. Auch das ist in mir entstanden über die Jahre, dass ich wusste, wohin möchte ich denn eigentlich diesen Bereich, den ich übernommen habe mit 7 Abteilungen, entwickeln. Und dass ich auf der einen Seite zuhöre, das war mir wichtig, aber eben auch nicht gefällig bin. Also nicht einfach das tue, was mir jetzt von links und rechts, oben und unten überall diktiert wird, sondern dass ich immer kommuniziere, wo soll denn letztlich die Reise hingehen, und dann eben auch klar mache, ich bin in einer unterschiedlichen Rollen. Auch das war immer wichtig zu klären. Also es können Menschen miteinander sprechen, und in bestimmten Situationen spricht tatsächlich auch eine Führungskraft mit Mitarbeitern. Und das ist nicht besser oder schlechter, sind einfach unterschiedliche Rollen, was die Verantwortung angeht. Mhm. Da ich die Gesamtverantwortung hatte, habe ich auch deutlich gemacht, ich werde hier nicht nur leichte Entscheidungen fällen müssen. Und eine der ganz schwierigen Entscheidungen war sicherlich auch dann, eine Führungskraft aus dieser Position wieder auch herauszunehmen aus einem sehr großen Team und dann auch da klarzumachen, da geht es nicht um eine Disqualifizierung, das ist keine Strafmaßnahme, sondern da war ich einfach wirklich überzeugt, dass ich jemanden habe, der in seiner fachlichen Kompetenz eigentlich gerade gar nicht mehr zum Strahlen kommt und in der Führungskompetenz einfach nicht oder in der Führungsvorgehensweise nicht meinen Erwartungen entspricht. Und das war ein langer, aber sehr feedbackstarker Prozess, der war auch nicht angenehm und der ist auch nicht so empfunden worden. Der ist aber von meiner Seite aus möglich gewesen, überhaupt mit dieser Klarheit auch wirklich umzusetzen, weil ich wusste, nach welchen Werten ich letztlich da auch vorgehe. Jetzt war es ja so, dass du im Laufe der Zeit dich weiterentwickelt hast. Ja, du hast ja, ich erinnere mich sehr gut, du bist dann mehr in das Thema auch Resilienz gegangen. Ich glaube, wir haben sogar mal ein paar Mal darüber gesprochen, ob es nicht sinnvoll ist, deine ganze Entführung aufzuarbeiten. Ich kann mich noch gut erinnern, wie du am Anfang gar nicht das wolltest. Du hast eher abwehrend, nein, ich will da kein Buch schreiben, ich will das nicht veröffentlichen. Stimmt das doch? Du nickst schon, ja? Naja, nicht einfach so. Also die Story zu erzählen, das wollte ich nie. Nein. Genau. Aber ich erinnere mich, dass wir mal drüber nachgedacht haben, wie man das in Verbindung bringen kann, diese Story mit deiner Entwicklung. Auch gerade mit dem Thema Feedback geben, vertrauensvoll öffnen und entwickeln. Und ich weiß nicht, ob ich zu weit gehe, aber ich glaube, ich habe dir sogar mal empfohlen, das Buch zu schreiben, oder? Kann das sein? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ist gut möglich. Aber zu lange her, schon mindestens 6-7 Jahre her dann wahrscheinlich. Ja. Das ist 6-7 Jahre her. Und da war das Thema auch für mich noch nicht gereift. Also genau. War auch ganz bewusst, wollte ich auch nie ein Buch jetzt einfach über eine Entführung schreiben und auch nicht einfach darüber, was ich daraus gelernt habe, sondern irgendwie, ich glaube, damals war es mir vielleicht nicht so bewusst. Aber ich habe irgendwie gespürt, das ist eigentlich ein größeres Thema. Und das größere Thema war letztlich der Umgang mit Krisen. Genau. Und allgemein, eine davon eben autobiografisch die Entführung, aber viele andere wie Burnout oder private Trennungen. Das war eigentlich das, glaube ich, was schon in mir so gereift ist, aber einfach noch nicht reif war. Ja, sehr gut. Und ich habe einfach gemerkt, viele Menschen in ihrem Leben fragen sich, gerade Klienten, die ich habe, habe ich eine Lebensaufgabe für immer? Oder kann sich das verändern? Kann sich das entwickeln? Und ich bin da ganz offen. Ich sage, ja, wenn im Moment gerade das Thema ansteht, wie jetzt bei dir Feedback oder Wertschätzung, dann ist das das Thema. Und vielleicht gibt es einen Weg, der einem selbst dann noch tiefer führt, noch authentischer zu sich selbst bringt. Und bei dir war es eben dieser Weg Umgang mit Krisen. Und wenn wir jetzt mal schauen, du hast ja dann sozusagen dich weiterentwickelt und hast dann gesagt, ich inspiriere Menschen, wie sie stark durch Krisen kommen und gestärkt daraus hervorgehen. Dann kamen die Werte dazu, die ich gesehen habe in deinem Buch mit Hilfsbereitschaft und Zuverlässigkeit, was ja ein großes, wichtiges Thema ist. Und warum? Damit sie glücklich, die Menschen erfolgreich und gesund werden oder bleiben. Da würde ich gerne von dir so wissen, wie diese Entwicklung für dich war und was heute das für dich dann jetzt bedeutet. Na, ich habe mich irgendwann immer gefragt, wobei leuchten meine Augen? Also wann bin ich on?
Ja, und das eben auch in der Reflexion, was möchte ich, das war jetzt vor 2, 3 Jahren, dass ich dann nochmal überlegt habe, ich möchte eben auch beruflich nochmal einen weiteren Schritt gehen, also aus der Führungsposition, die ich ja 5 Jahre gern und erfolgreich gemacht habe, dann in die Selbstständigkeit. Mhm. Und da war eben auch nochmal die Frage, was ist so das, was meine Augen zum Leuchten bringt, auch in Bezug auf mein Thema? Und das ist, So, und ich habe gemerkt, ich habe ja intensiv reflektiert auch über die Vergangenheit, was hat mir denn damals auch diesen Burnout eigentlich mal eingetrieben, den ich hatte? Und das war letztlich die Suche nach einem tieferen Sinn in dem, was ich da tue. Und ich hatte immer sehr erfolgreich, sehr abstrakte Dinge getan, also mit Zahlen, mit Prozessen gearbeitet. Und das, was mir gefehlt hat, das ist eigentlich zu spüren, was von dem, was ich da den ganzen Tag tue, für das ich mich auch ein Stück weit, also nicht aufopfere, aber wo ich also mit voller Energie reingehe, wofür mache ich das eigentlich? Was kommt denn da irgendwo beim Menschen an? Und da war ich lange Zeit zu weit weg vom Menschen und da habe ich nochmal klar gehabt, dass ich eigentlich dann eine innere Zufriedenheit habe, wenn ich spüren kann, dass das, was ich tue, tatsächlich, ob das einen oder viele Menschen sind, irgendwie ganz konkret irgendwie glücklicher macht, erfolgreicher macht und eben auch gesünder, ja. Weil das ist wirklich spürbar und ganz interessant und mir auch wichtig, ich reflektiere das diese Tage gerade ganz doll, geht es mir da eigentlich um das Feedback? Dann wäre ich in meiner alten Schleife drin, ja, dass ich mir sage, ich muss eigentlich immer gefallen oder ich muss irgendwie es anderen recht machen. Und ich spüre, das ist, bekomme ich teilweise auch gar nicht immer mit in einem Vortrag oder wenn jemand mein Buch liest. Wenn ich jetzt ein Feedback bekomme und ich bekomme wirklich tolle Zuschriften auch von Lesern, die sagen, es hat tatsächlich mein Leben irgendeinen Impuls gerade positiv beeinflusst und mir weitergeholfen, dann ist es wirklich eine ganz tiefe Freude. Das ist nicht die Bestätigung, einfach dieses Gefühl, ach, ich werde irgendwie geliebt oder ach, wie schön, man mag mich, oder, sondern es ist wirklich das Gefühl, wow, es ist tatsächlich ein Effekt für Menschen ganz konkret in ihrem Leben und das hat mir früher mal gefehlt und das ist im Moment also auch das, was mich treibt immer wieder. Ob ich das jetzt direkt spüre oder nicht, aber ich merke, es macht wirklich einen Unterschied. Ja, ja. Und das, ich merke auch, wenn ich das lese, auch, dass es ja mehr um Erfolg der Menschen geht. Vorher war es eher um Entwicklung, aber für mich gehst du da einen Schritt tiefer und sagst, die Entwicklung ist natürlich wichtig, aber der Effekt, der Beitrag, was dann rauskommt, ist wirklich ja. Gesundheit. Also ja. Das ist noch für mich ein Schritt tiefer gehend als nicht nur, das ist ja. Falsch, aber die Entwicklung dahin. Und da finde ich, ist eine spannende Entwicklung, die du gemacht hast, dass du sagst, ja, als Führungskraft war mir die Entwicklung der Mitarbeiter wichtig, jetzt ist mir das Ergebnis auch wichtig. Mhm. Kannst du sagen? Naja, Entwicklung hat ja immer eine Richtung, die kann man ja schon ein Stück weit messen. Also woran auch immer, ich habe es nur operationalisiert. Ich habe mir gesagt, okay, das, wo ich wirklich Chills bekomme, und zwar innerlich, das ist, wenn ich bei anderen Menschen strahlende Augen sehe oder Erleichterung oder wenn wirklich jemand also gesünder wird, auch das kann man ja durchaus messen und das konnte ich schon auch spüren, auch bei Mitarbeitern, wenn wir eine Situation verändert haben und sie danach einfach also mit einem Strahlen oder mit einer inneren Befreiung auch dann vielleicht in einer neuen Position durch die Flure gelaufen sind, das waren wirklich Momente, die mich ganz innerlich gefreut haben, selbst wenn die Person das vielleicht gar nicht an mich persönlich zurückspielt, aber wenn ich es spüren kann. Also es ist sehr konkret geworden dadurch. Ja, ja, das finde ich sehr spannend. Ich würde jetzt gerne mal ein bisschen reingehen in das Thema Resilienz und Essenzmodell. Ich schaue mal gerade, ob ich das mit dir wieder teilen kann. Aha, okay. Das kannst du bestimmt. War nicht gut, ich probiere es mal immer wieder. Immer wieder spannende Momente. Vielleicht, Ines, hilfst du mir mal bei der Übergang? Gibt es von deiner Seite aus biologisch noch etwas, so einen Kommentar, den du da merkst? Nee, ich habe in erster Linie erstmal sehr spannend zugehört. Es ist sehr spannend, euch beiden zu sehen und das herzuleiten, woher ihr auch gemeinsam kommt, ne? Also wie die gemeinsame Entwicklung oder deine Entwicklung, Marc, die Jürgen begleitet hat. Und da bin ich in erster Linie mitgegangen. Und Fragen haben sich bisher noch nicht so entwickelt, aber ich
Das wird noch kommen. Ich schaue mal, ich glaube, ich habe es geschafft. Hypothese, seht ihr das schon? Ja, perfekt. Also Resilienzstrategie und Essenzmodell haben viele Übereinstimmungen. Das ist mir aufgefallen bei der Lektüre deines Buches und ich würde gleich gerne mal so loslegen, weil ein wichtiger Satz, der ist mir sehr, sehr eingeleuchtet, weil du sagst, allein der Glaube daran, dass ich selbst mein Schicksal beeinflusst haben könnte, machte mich vom Opfer zum Gestalter, Mark Ballard. Und in diesem Satz, da hast du natürlich, damals gab es die Geschichte von deinem Vater, der die Sternschnuppen gesehen hat und ihr überlebt und so weiter. Aber dass du dran glaubst, dass man tatsächlich ein Stück weit selbst gestalten kann, und wenn es von die Vergangenheit geht, dann geht es ja auch für die Zukunft. Mhm. Ja? Das hat mich auf die Idee gebracht, mal so zu überlegen, was ist eigentlich das, was uns so verbindet? Wenn man guckt, das Essenzmodell hat 7 Aspekte, 7 Essenzen. Urwunde, Überlebensstrategie, Triggerreaktion, Belohnung, Einzigartigkeit, Werte, Beitrag für die Welt. Die Resilienzstrategie, wie du sie beschreibst, hat 6 Schutzfaktoren. Akzeptanz, Selbstwirksamkeit, Stresskompetenz, Optimismus, Fitness, soziale Unterstützung. Mhm. Korrekt? Ja. Was du im Moment gerade tust, ist, dass du das auch wirklich dann als Speaker zeigst den Leuten, auch vielleicht auch zeigst, wo es fehlt und wo es möglich wäre. Ja? Mhm. Jetzt gehen wir mal los. Wir haben im Essenzmodell das Quadrat des Überlebens. Wenn man schaut, das hat mit der Urwunde zu tun, das hat mit der Überlebensstrategie zu tun. Verbindung ist, in der Kindheit haben wir eine Verletzung. Wir versuchen es zu kompensieren, indem wir sagen, ich muss so und so sein, damit ich auf jeden Fall geliebt werde. Dann gibt es die Triggerreaktion, das ist das berühmte limbische System, Flucht, Abhauen, Angst, ja, Angriff oder Erstarrung. Und wir haben natürlich das Thema Belohnung. Wenn ich was gut gemacht habe, dann kriege ich eine Anerkennung, dann finden die anderen mich wahrscheinlich gut an der Stelle. Ich glaube, es ist schon relativ klar, wie in Situationen des Überlebens, wie du es da deutlich beschrieben hast, überhaupt, wie plötzlich die Resilienzfaktoren hier funktionieren könnten. Akzeptanz. Und da würde ich gerne mit dir mal so ein bisschen drüber nachdenken und sinnieren. Die Urwunde hatte damit zu tun, dass irgendwas in der Welt nicht stimmt. Es ist ein plötzlicher Einbruch, eine Irritation, vielleicht sogar ein Herausreißen aus dem Umstand. Und das habt ihr ja in der Entführung erlebt. Und plötzlich ist Angst da, Panik ist da. Und da sagst du ja, das zu akzeptieren, ist eines der wichtigsten Grundsituationen, richtig? Mhm. Kannst du da was mit anfangen mit dieser Kombination? Also die Akzeptanz ist tatsächlich so der, deswegen passt das auch sehr gut, auch der erste Schritt im Umgang mit Krisen. Und hier ja auch der erste Schritt bei dir, hinzuschauen auf den Ursprung, auf die Urwunde, genau, wo etwas seinen Lauf nimmt. Und für mich war Akzeptanz nicht nur in der Entführung, sondern auch gerade nach Krisen dieser erste wichtige Schritt anzuerkennen, dass da was ist und sei es die Krise. Also erstmal überhaupt anzunehmen, es nicht schön zu reden, es nicht wegzumachen, ja, sondern erstmal auch zu sehen, es lässt sich auch nicht wegmachen. Da ist etwas und ich kann das nur annehmen, egal wie unangenehm die Situation oder auch letztlich die Urwunde ist, als etwas, was ja schon da ist, damit ich dann auch damit umgehen kann. Und so, ja, diese innere Haltung, die mir damals geholfen hat und die, glaube ich, in vielen Situationen vielleicht auch bei der Urwunde sehr gut hilft, ist zu sagen, naja, schön ist das nicht. Ja? Also es geht nicht darum, da irgendwas zu lieben. Das ist also, genau, erstmal ein Abgrund, genau, in irgendeiner Form, ob in einem selber oder von außen. Das ist erstmal so das Letzte, was man ungefähr haben möchte im Leben. Aber wer weiß, wofür es gut ist. Guter Punkt. Um mal einen neuen Blick drauf zu werfen, zu überlegen, naja, was hat es denn ausgelöst in meinem Leben, was vielleicht dann weitergesponnen auch wieder am Ende etwas Positives haben kann. Ich fand es sehr spannend, dein Buch. Da hast du ja immer erzählt von dem Hinfallen, Aufstehen, ja, Krone wieder zurechtrücken, weitermachen.
Und du hast du den Slogan geprägt, vom Stehaufmännchen zum Blühaufmännchen. Ne? Und das entspricht dem, finde ich, sehr stark, weil in dem Moment, wo du plötzlich merkst oder akzeptierst, hier habe ich einen Schmerz, hier habe ich Angst, nicht gut genug zu sein, Angst, falsch zu sein, Angst, nicht wert zu sein, ja, Angst, hilflos zu sein. In dem Moment, wo ich sage, ja, es ist so, schön ist es nicht, sagst du, aber ich akzeptiere, und in dem Moment wird der Weg frei, was Neues ermöglichen zu können. Ja, so ist es. So ist es. Gehen wir weiter. Ja. Wir haben das Thema Überlebensstrategie und ich habe mal ganz mutig mal die Verbindung zur Selbstwirksamkeit hergestellt. Die Überlebensstrategie ist ja meistens etwas, was man tun muss. Ich muss perfekt sein. Ich muss richtig sein. Ich muss es gut machen. Ich muss brav und lieb sein. Gibt es auch. Ja? Ich muss den Umständen genügen. Ich muss mich anpassen. Es gibt ganz viele verschiedene Strategien. Warum sind die da? Um natürlich überleben zu können. Um in irgendeiner Weise wirksam zu werden. Und in deinem Buch beschreibst du ja auch, wie er plötzlich so eigene Hütten baut, wie einzelne so Abflussrohre aus Bambus bauen und plötzlich so eine Selbstwirksamkeit bekommen. Oder wie ein andere Geisel, eine Frau, Kontakt zum Dorf aufnimmt, um da was Gemüse zu bekommen, um was zu kochen. Ja. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, wahrscheinlich sind die da drin in ihrem Thema, ich muss jetzt wirklich anpacken. Ich darf jetzt nicht aufgeben. Ja. Oder? Was meinst du dazu? Ich glaube, das passt insofern auch ganz gut, als dass es erstmal primär gar nicht darauf ankommt, was man tut, sondern dass man etwas tut. Ja. Also das mag jetzt auch eine Überlebensstrategie ja nicht immer die der Weisheit letzter Schluss sein. Also jetzt immer lieb zu sein, ist jetzt auf Dauer wahrscheinlich keine gute Empfehlung auf dieser Welt. Aber erstmal etwas zu tun und überhaupt zu reagieren, irgendwie umzugehen mit dem, was man dann zwangsläufig vorher akzeptiert hat, das ist schon mal wichtig. Und zwar ist Selbstwirksamkeit einmal so, man tut etwas und geht mit Situationen um, kommt im Zweifelsfall dort auch auf irgendeine Weise raus. Die einen greifen an, die anderen flüchten. Aber vor allem ist es auch das innere Gefühl. Das ist ja eigentlich eher so dieses Gefühl zu haben, ich kann handeln, ich bin nicht ausgeliefert, ich bin nicht ohnmächtig, weil da jetzt einfach irgendwas mit mir passiert, sondern ich bin handlungsfähig. Und das stärkt an sich schon mal so die Psychologie, das eigene Gefühl, ich werde hier kein Opfer bleiben, sondern ich kann hier gestalten auf meine Art und Weise. Und was das am Ende ist, da gibt es wahrscheinlich viele Möglichkeiten zu reagieren. Hauptsache, man tut etwas. Ja, ja, guter Punkt. Also, ich werde am Schluss noch eine kleine Pointe bringen, wo es um diese drei Schritte geht, weil da haben wir eine wirklich ganz starke Übereinstimmung miteinander. Aber ich gehe mal erstmal weiter. Ich hatte nur ganz kurz, ich finde, am spürbarsten wird die Selbstwirksamkeit tatsächlich darin, dass man überlebt. Also die Überlebensstrategie zu handeln in irgendeiner Form, die adäquat scheint, bewirkt tatsächlich auch jetzt bei euch ganz explizit, dass ihr überlebt habt. Wenn ihr da nicht vorgesorgt hättet, was du alles so beschrieben hast mit dem Wasser auch und eben mit der Regenrinne und so weiter und dem Kochen und was ihr da alles besorgt habt auch, hat euer Überleben so weit gesichert, wie ihr es auf jeden Fall in der Hand hattet. Ne? Ja, genau. Insofern, und ich finde, der wichtige Punkt, das ist nochmal ein zusätzlicher, man kann manchmal so einer Situation ja gar nicht entgehen. Man kann auch, und darum geht es auch gar nicht, seinen Urängsten und seiner Urwunde auch nicht entgehen, sondern man kann im Rahmen der Möglichkeiten damit umgehen. Und das ist viel wichtiger, als dass man jetzt irgendwie die perfekte Maßnahme von außen betrachtet, mach doch lieber dies, mach doch lieber das. Nein, jeder hat eine andere Art, damit umzugehen. Und wenn er das Gefühl hat, damit seine Situation im Rahmen der Möglichkeiten zum Besseren zu wenden, dann ist wirklich Selbstwirksamkeit fühlbar und sehr stärkend. Ja, Ines, hast du noch was? Ich habe nur gerade noch mal gedacht, Marc, du hast ja auch sehr, sehr stark formuliert, dass es deswegen wahrscheinlich auch gut gegangen ist, weil ihr eine Gruppe wart.
Und ich habe gerade so gedacht, okay, eine Überlebensstrategie hätte es wahrscheinlich nicht rausgerissen. Aber in der Unterschiedlichkeit, was jeder von euch beizutragen hatte, hat es in der Gesamtheit womöglich eben Unterschied gemacht. Ja. Wissen wir nicht. Ne? Aber wahrscheinlich auch, ja. Mhm. Ich stelle mir vor, alle hätten nur das Thema, ich muss mich irgendwie anpassen, ich muss lieb und brav sein. Das wäre wahrscheinlich dann schwierig geworden. Da hätte man nicht die Regenrinne gebaut, sondern hätte das gemacht, was die Entführer wollten von euch. Und insofern konnte man sich auch ergänzen in den verschiedenen Strategien. Ich geh mal weiter, weil ich auf die Uhr schaue und noch die Pointe gerne noch loswerden. Auf jeden Fall, will ich auch hören. Die Stresskompetenz, das fand ich sehr, sehr stark zu dem Thema Triggerreaktion. Triggerreaktion bei uns im Essenzmodell kommt ja aus dem limbischen System, wo wir sagen, wenn wirklich die Wunde so getriggert ist, dass ich nicht mehr weiß, was ich tun soll, dann sind die einen eher im Angriff und sagen, ich setze mich jetzt durch, ich mache euch fertig, die anderen hauen ab. Und die Dritten flüchten und die Dritten erstarren sozusagen. Und ich glaube, was ich so bei dir mitbekommen habe mit Stresskompetenz, ist genau das zu erkennen und dem nicht eben blind zu folgen. Deswegen sagst du da immer den schönen Satz, ja, oh Gott, es wird schwierig, bloß nicht den Kopf verlieren. Mhm. Ja, und das fand ich eine sehr schöne Übereinstimmung, dass wenn man kompetent in seinem persönlichen Stress ist und weiß, ich bin jemand, der eher gerne angreift, ja, wir kennen das. Da ist man im Meeting und einer sagt, also diese Idee finde ich jetzt gerade nicht so toll. Wieso? Ich war doch, das ist die beste Idee von allen. Wieso sagen Sie sowas? Also, dass man sofort plötzlich in Angriff gehen, anstatt erstmal, Moment, Moment, ich kann ja mal nachfragen, was meinen Sie, was ist an dieser Idee nicht so toll, die ich da habe? Mhm. Und das könnte ich mir vorstellen, Marc, dass das auch für dich eine gewisse Form des Umgangs, nicht den Kopf verlieren, des Stresses ist, oder? Ich habe es vielleicht ein bisschen anders gerahmt im Buch. Ich glaube, die Parallele gibt es. Und der Schwerpunkt bei mir mit dem Nicht-den-Kopf-Verlieren, der lag darauf, also wirklich nicht auf der einen Seite in Angst und Panik zu verfallen, sondern da dann wirklich positiv zu bleiben. Aber, und das war eben so spannend, auch nicht blind ins Gegenteil zu verfallen. Also zu positiv zu sein, weil dann, wenn man glaubt, alles ist schon vorbei, die Krise ist vorbei, wir sind schon frei, solche Illusionen gab es, dann lässt der Stress nach. Und es geht eigentlich darum, genau den richtigen Stresspegel zu nutzen, der einen ja aktiviert. Und ich glaube, die Reaktion an sich, ob man in Angriff oder in Flucht geht, das ist eigentlich egal. Hauptsache, man hat sie dann, wenn sie notwendig ist, aber nicht dann, wenn sie keinen Sinn macht. Also bewusst damit umzugehen. Also die Energie nutzen und im Moment dann einsetzen und nicht blind einfach, wenn man denkt, oh, jetzt könnte ich flüchten, jetzt haue ich halt ab. Genau, und das ist dieses, und ich glaube, das ist auch die ganz große Verbindung zu der Triggerreaktion in deinem Modell. Das ist dieses Bewusstmachen, wie ticke ich eigentlich? Ja. Und auch in einem Moment, in dem es eben zu einer Stressreaktion kommen könnte, zu realisieren, was passiert denn da, um dann noch handlungsfähig zu bleiben und sich entscheiden zu können, naja, es könnte Sinn machen, ich mache das so, wie ich gerade reagiere, oder zu sagen, naja, das wäre jetzt vielleicht nicht so schlau. Ja, genau. Wir gehen mal weiter. Und zwar der nächste Aspekt ist ja das Dreieck der Erfüllung, Lebensaufgabe auch. Und wenn man da mal anschaut, da haben wir das Thema natürlich Einzigartigkeit. Dann haben wir das Thema Werte. Und wir haben natürlich auch, wie wir es vorhin schon gemerkt haben, das Thema Beitrag für die Welt. Wie passt das jetzt zusammen? Ich habe da lange gefriemelt, aber ich dachte, Optimismus ist ein Wert. Ja? Nicht aufzugeben. Durchzuhalten. Mhm. Optimistisch es zu sehen. Fitness hat so nicht richtig gepasst, aber wenn überhaupt, dann würde ich es auch zu dem Thema Werte sehen. Ja? Mhm. Weil wenn ich nämlich sage, ich will fit bleiben, ist es ein Wert. Ich will meinen Körper wirklich gut trainieren. Und das Interessante ist, die soziale Unterstützung, was glaubst du, wo die hinkommt? Das ist natürlich der Beitrag. Weil du bist für andere eine soziale Unterstützung und wirst dadurch, durch deinen Beitrag, auch wieder unterstützt und erlebst das Gefühl von Gemeinsamkeit. Du hast in dem Buch schön beschrieben, wie ihr immer mehr als Team zusammengewachsen seid, aber ebenfalls auch als Team bei Otto Bock zusammengewachsen seid,
Ich erinnere mich sehr an ein schwieriges Team, was wir damals hatten, was sich doch ein Stück weit gut geordnet hat, ja? Weil die soziale Unterstützung da sehr, sehr stark war an der Stelle. Zwei Sachen bleiben offen, das ist interessant. Die Belohnung bleibt offen, Einzigartigkeit, kann man sagen, vielleicht hat auch Selbstwirksamkeit was mit der Einzigartigkeit zu tun, das könnte man noch überlegen. Und plötzlich kam mir so die Idee, der Beitrag für die Welt ist ja das, was du nach außen gibst, was du verschenkst. Die Belohnung ist das, was du bekommst. Aber im Grunde ist beides eine Art soziale Unterstützung. Also ich könnte sozusagen diese Schutzfaktor soziale Unterstützung auch unten in die Belohnung setzen. Macht es Sinn für dich? Ist es nachvollziehbar? Bist ja wirklich kreativ geworden. Meine Herren, so habe ich noch nie auf mein Buch geguckt. Und auch nicht auf meine Entführung oder die anderen Krisen, die ich sozusagen darin abhandle. Da muss ich tatsächlich zwei, dreimal nachdenken. Also ich glaube, Fitness ist tatsächlich ziemlich, ziemlich kreativ. Ja. Das können wir einklammern, glaube ich. Das hat einfach einen ganz anderen Aspekt vielleicht gehabt, okay, in meinem Zusammenhang. Ja. Und ist auch so, ja, der vielleicht am wenigsten psychologische Faktor, ne? Den würde ich da einfach mal rausnehmen. Optimismus als Wert ist mit Sicherheit ein Wert, war bei mir jetzt eher eine Strategie, ja, im Buch, wo ich wirklich sage, wie kann man Optimismus also gezielt nutzen und vor allem, wie kann man ihn herbeiführen, was muss man da tun, weil es da einfach ganz handfeste Techniken gibt, um das zu tun. Also ich stimme zu, das ist ein Wert, ist jetzt einfach in meiner Gedankenwelt nicht als Wert, sondern als Strategie aufgearbeitet. Verstehe ich. Bei sozialer Unterstützung tatsächlich hat das die beiden Aspekte. Einmal, was bringe ich denn ein in eine Gruppe oder im weitesten Sinne eben auch in die Welt? Mhm. Und eben, ich bin Teil von einer Gruppe und Geben und Nehmen gehört dazu. Netzwerken, ganz groß geschrieben, lebt vom Geben und Nehmen. Und ja, dann, wenn es gut läuft, gibt es auch, nennen wir es eine Belohnung. Auf jeden Fall war das der Aspekt, auf der einen Seite wirklich sich Belohnung auch zu holen, Unterstützung zu holen, war eben eine dieser Strategien. Und ich glaube, so ist hier in deinem Modell das auch angelegt, dass man eben sich auch Belohnung holt aus der Welt, klar, sich verhält, dass man eben auch Unterstützung findet. Und das andere ist eben aber auch reinzugeben in das System, weil sonst trägt sich das ja auch nicht, sich also gegenseitig zu stützen. Mhm. Vielleicht auch mit der inneren Belohnung, so ja, war es zumindest bei mir, ja, dass tatsächlich ja, das Helfen an sich vor allem mir selbst geholfen hat. Mhm. Also es hat vielen anderen auch geholfen, aber vor allem würde ich sagen, am meisten hat es mir geholfen, weil ich dadurch das Gefühl hatte, etwas Sinnvolles zu tun, und ich mit den Gedanken eben und mit meinen Ängsten auch nicht immer nur um mich selbst gekreist bin, sondern eben auch geschaut habe, was kann ich tun. Und das ist, glaube ich, in allen schwierigen Situationen immer eine tolle Empfehlung. Und ich glaube, das ist auch schön in diesem Modell zu sehen, was ist denn der Beitrag für die Welt? Genau. Und zu merken, man verliert sich da nicht, man verschenkt auch in dem Sinne nichts, auch wenn es von Herzen kommen sollte und ohne Berechnung, und dennoch irgendwo im System wird das auch wieder zurückspielen und man hat auch selber einfach ein ganz anderes Gefühl, wenn man etwas tut, wo man mit einem damit verbunden ist, dass das, was man tut, jetzt nicht nur so eine kleine Selbsthilfemaßnahme ist, sondern irgendwo in einen größeren Rahmen eingeordnet ist. Also das stärkt Menschen tatsächlich sehr stark. Also mich hat da sehr berührt die Geschichte mit deiner Mutter, das muss ich einfach nur mal ganz kurz dazu lesen. Die Rolle des Helfers verleiht in Krisensituationen nicht nur Kraft, sondern auch Mut, besonders in lebensgefährlichen Lagen. Und du schreibst, da waren da plötzlich Gewehrsalven aus feindlicher Richtung. Und als du später die Szene nochmal gesehen hast, hast du dich gewundert, warum du nicht ebenfalls dich geduckt hast. Und da wurde dir klar, in diesem Moment hatte ich mehr Angst um das Leben meiner Mutter als um mein eigenes. Das heißt, du hast dich mehr um das Leben der anderen, deiner Mutter, gekümmert. Und hier steht auch noch eine Szene, wie ich sie nur aus Kriegsfilmen kannte. Heldenhaft könnte man fast meinen, aber das war es nicht. In diesem Moment war ich einzig darauf fokussiert,
dass meine Mutter nicht von der Trage fiel. Hm. Ja? Also du warst quasi vollkommen im Beitrag für die Welt, für deine Mutter. Und da kam ja so ein Satz, und der heißt, wenn einem der Beitrag für andere und die Welt wichtiger wird als das eigene Überleben, dann hat sich die Funktion der Krise erfüllt. Also für mich war das wieder ganz die Erkenntnis, hat mich sehr berührt, dass du in der Krise wieder lernen kannst, für andere ein Beitrag zu sein. Und vielleicht sogar noch stärker, noch intensiver, als es in normalen Situationen, in der Komfortzone überhaupt möglich ist. Hm. Da nickst du, ich glaube, das ist ein unterstützendes Nicken. Da. Das ist ein unterstützendes Nicken, absolut. Also jetzt muss ich klarstellen, dass, also es hat bei mir zwei Effekte gehabt. Der war gut, der andere nicht so gut. Also ich war so stark mit meinem Fokus bei den Ängsten oder dem Wohl, in dem Fall meiner Mutter, dass ich auf der einen Seite keine Angst hatte, auf der anderen Seite hatte ich vielleicht zu wenig Angst. Also eigentlich habe ich ziemlich leichtsinnig reagiert, wenn man mal ehrlich ist, weil wenn geschossen wird, dann muss man sich hinlegen. Und es ist eigentlich so ein Heldentod, wenn man jetzt sagt, ach, ich bleib mal stehen. Das ist so wie im Flugzeug, wenn die Maske fällt, dann soll man erstmal über den eigenen Mund und nicht jetzt heldenhaft zu sagen, ja, meine Kinder, das ist alles gut gemeint und so. Also reagiert habe ich in Anführungsstrichen nicht richtig, aber innerlich habe ich gespürt, was für eine Kraft das gibt. Und das lässt sich eben wirklich gut übertragen auf auch nicht so tödliche Situationen, wo man einfach über sich selbst hinauswächst und auch über seine eigenen Ängste, wenn man eben das Gefühl hat, dass man mit dem, was man tut, woanders etwas Größeres bewegen kann. Ja. Ich glaube, die Ines hat noch was. Wolltest du was sagen, Ines? Ja, ich hatte mich gefragt, also eigentlich hatte ich zwei Sachen. Das eine war, ob Optimismus, Marc, du hast ja auch gerade von Strategie gesprochen, ob in diesem Sinne Optimismus und Fitness nicht tatsächlich eher zu den Überlebensstrategien zu rechnen wäre. Also wie schaffe ich das, optimistisch zu bleiben, um zu überleben? Mhm. Das, und auch und Fitness hatte ich dann so ähnlich eingeschätzt. Und worauf ich gerade noch mal reagiert habe, ich finde es super spannend, was du, also Jürgen, die Stelle, die du vorgelesen hast. Und Marc, was du da beschreibst, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig einschätze, dass du eben, also eigentlich wäre normaler, richtiger gewesen, vielleicht eben zu flüchten oder zu kämpfen, also in so eine, also das, was du mit Stresskompetenz ja umschrieben hast. Und es gibt ja, das ist ja noch gar nicht so alt, es gibt ja die eine recht neue Theorie, die ja genau besagt, wenn man in so einem sozialen Kontext verbleibt, also über Kommunikation oder über Verbundenheit, also sich mit jemandem verbunden fühlt, können nur Menschen das halten, diesen Stress, diese innere Spannung und müssen nicht weder in das Flüchten noch in das Kämpfen gehen. Und daran hat mich das gerade so erinnert. Mhm. Und das fand ich deswegen super spannend. Also man kann es als Beitrag für die Welt auf jeden Fall, also wenn man auf diese Sinnhaftigkeit geht. Und aber das auszuhalten, ne? Mhm. Da ist ja so, was passiert denn da physiologisch? Das habe ich mich gefragt. Und daran hat mich das so erinnert. Ich schaue gerade auf die Uhr, es ist schon relativ spät. Ich würde gerne meine Pointe noch zum Schluss geben. Ein paar Minuten. Ja, ich gebe mal gleich weiter. Das Interessante ist, was wir zum Beispiel in dem Essenzmodell als sehr wichtig erachten, als extrem wichtiges Werkzeug, ist die Dreierlinie. Ja, die Dreierlinie ist diese Linie, dass man die Urwunde erkennt, dass man die Überlebensstrategie nutzt, um wieder in die Einzigartigkeit zu gelangen. Das heißt, wirklich vom Opfer zum Gestalter wird. Und das Interessante fand ich bei dir, dass deine drei Resilienzschritte-Strategie genau dementsprechend. Erstens, die Krisen anerkennen, das ist die Urwunde, akzeptieren. Ja? Zweitens, in die Überlebensstrategie zu gehen, die Chancen suchen, selbstwirksam zu werden. Und drittens, die Veränderung zu wagen, in dem Mut, die Einzigartigkeit, das, wer ich wirklich bin, wirklich zu leben. Und das hast du ja am Anfang durch die Erkenntnis, dass du derjenige bist, der wirklich Wertschätzung gibt und ehrliches Feedback gibt und vor deine Mannschaft getreten bist und diese Veränderung gewagt hast, deutlich gezeigt.
Ja. Damit schließt sich für mich der Kreis des heutigen Abends. Und ich bin sehr beeindruckt, wie deine Form der Schritte doch relativ ähnlich sind, dieser berühmten bei uns Dreierlinie, womit wir Leute unterstützen, immer wieder aus dem Opfer herauszutreten und Gestalter zu werden. Ja, den, ob 8 Uhr oder nicht, den Ball muss ich unbedingt, da musst du noch was zu sagen, das brennt mir förmlich unter den Nägeln. Ja. Ich glaube, das, was mir besonders gut gefällt an diesem Weg von der Urwunde zur Einzigartigkeit, das hast du wunderbar beschrieben, das ist bei mir vielleicht anders betitelt und anders vielleicht noch ein bisschen ausgestaltet, aber der Start ist der Schmerz. Ja, ja, genau. Und dahin zu gucken, das ist wirklich, das war für mich auch genau damals, und das haben wir zusammen gemacht, der Startpunkt zu sagen, ich kann noch eh nicht anders. Also einzusehen, es macht überhaupt keinen Sinn, irgendwo in irgendwelchen Komfortzonen zu bleiben oder an seinen alten Mustern oder Überlebensstrategien festzuhalten, sondern zu sagen, also mitnehmen, was gut ist, aber auch einsehen, dass man Teil vom Problem ist. Oder ich habe sogar gedacht, wenn ich das Problem bin, ich habe so einen Arschtritt bekommen vom Leben, und zwar mehrfacherweise auch im privaten Bereich. Ja, durch diese Beziehungsgeschichte war ja extrem. Irgendwann habe ich klar gemacht, okay, ich habe mich ergeben, habe gesagt, es ist so, wie es ist. Ich bin, also wenn ich das Problem bin, das war wirklich der unangenehmste, schambehaftetste Teil meines ganzen Lebens. Ja. Dann dachte ich aber immerhin, dann kann ich ein Teil der Lösung sein. Dann liegt die Lösung nämlich in mir, dann habe ich nicht Pech, dann bin ich nicht irgendwie beim falschen Chef oder bei den falschen Frauen. Nee, ich gucke jetzt mal in mich rein, und das ist dieses Wunderbare, und dafür bin ich dir sehr, sehr dankbar, dieses in mich reingucken. Das, was so unterbewusst bei mir immer schon mal war, dass du das bewusst gemacht hast und mir gezeigt hast, okay, du hast da so ein paar verschrobene Überlebensstrategien. Eine davon war immer lieb zu sein. Genau. Das, nett, das ist gut, und wirf das nicht weg, du wirst es eh nicht los. Das war einer der großartigsten Sätze überhaupt, zu sagen, kann ich überhaupt, nein, das ist ja gut, es ist eine Qualität, nur eben nicht immer. Ja. So, und ja, was du brauchst, ist die Entscheidungsfreiheit zu überlegen, was ist denn in anderen Situationen vielleicht angebrachter, und dann eben über deine eigenen Hürden rüberzukommen und neue Wege zu gehen und in deine eigentliche Einzigartigkeit reinzukommen. Und das ist die Chance der Krisen, und damit verheiraten sich diese beiden Modelle so wunderbar. Total. Sehr. Ach, wie schön. Für mich sind die Krisen sozusagen der Zündstoff für alle, die zu dir kommen dürfen oder zu euch kommen dürfen, weil dann wird es interessant, wer einmal anerkannt hat, dass es so wie bisher nicht weitergeht, weil man kommt eh nicht raus aus diesen alten Mustern, der kann hier wunderbar also einen ganz präzisen Fahrplan mit euch gemeinsam durchgehen, um dahin zu kommen, was ist es denn eigentlich, ohne, und das finde ich das Wichtigste, ohne sich selbst irgendwie aufgeben zu müssen, weil die Überlebensstrategien haben ja Sinn gemacht, sind ja auch gut, nur sie sind eben nicht alles. Absolut. Sehr, sehr schön. Schön, danke für diesen Kommentar, es berührt mich gerade sehr. Ich bin immer sehr nah am Wasser gebaut, ja. Und das fasst wirklich den Punkt nochmal zusammen, ja. Das Akzeptanz dessen, ich nenne es gerne umarmen, ja. Die Schmerz wirklich umarmen, das innere Kind, wir kennen das, ja, das annehmen und sagen, ja, ich verstehe dich, du bist einfach nur gerade, fühlt sich nicht gut. Aber wir geben nicht auf. Wir haben eine Strategie, die hat funktioniert. Warum? Damit du zu dir wiederkommst, zu deiner Einzigartigkeit, und dann wagen wir bewusst als Gestalter die Veränderung gemeinsam. Freut mich sehr, dass du das auch so annimmst. Du hast es nicht gekannt. Ich habe dich jetzt überrascht damit. Ja. Wir haben uns wirklich nicht abgestimmt vorher. Nee. Das wollte ich auch nicht, weil ich wollte, dass du das noch erkennst und dann vielleicht ein Stück weit überrascht oder Zustimmung sogar sagst. Und das freut mich sehr. Das passt gut. Wunderschön. Ja, dann werden wir so am Schluss. Ja, Michaela, was meinst du? Ja, ich würde auch sagen, vielleicht gibst du mal noch ganz kurz mal wieder den großen Bildschirm frei. Ja, gern, danke, dass du das sagst. Genau. So, dass wir uns noch ein bisschen größer sehen können zum Abschluss. Danke dir sehr. Ich fand es heute wieder super spannend mit euch. War ganz, ganz viel drinnen. Ich glaube, man muss sich dann einfach in der Nachschau nochmal anschauen, damit man alles so auch noch mal ein bisschen reflektieren kann, fand ich großartig. Jürgen, du hast wieder einen guten Abschluss gefunden. Ich habe schon wieder vorbereitet, weil ich es vorhin so... Okay, also kurz für alle anderen, Jürgen findet immer irgendwie so diesen Punkt am Schluss noch.
Aber total sensationell, wie er das im Publikum so gut, genau. Ich danke dir sehr, du bist immer so wertschätzend. Genau. Zum Abschluss noch kurz, ich will nur ganz kurz sagen, wir stellen nachher in den Kommentar natürlich auch noch alle Kontaktdaten, also deine Seiten von Marc Wallert noch auch in den Kommentar hinein. Unsere Seite kennt man ja, da ist man ja gerade, aber dass man auch den Kontakt zu dir leichter finden kann, dann einfach in den Kommentar schauen. Und vor allem das Buch kaufen hier. Danke euch. Das Buch kaufen natürlich. Stark. Da ist es. Das Buch natürlich kaufen. Vielleicht in der Kombination lesen. Marc Wallert, stark durch Krisen und das Essenzmodell. Essenzmodell, genau, das auch. Wow. Ja. Das ist die wahre Pointe, Marc. Ja, gut. Ja. Das steht euch großartig. Ich glaube, wir werden das nochmal wiederholen oder eine Parallele ziehen. Vielen, vielen Dank, dass ich hier mit dabei sein durfte. Ein sehr vergnüglicher, kurzweiliger Abend und sehr, sehr spannend. Vielen Dank. Vielen Dank auch dir, Ines. Vielen Dank, Michaela. Dann schließe ich nochmal mit diesem Satz, den du gerne immer wieder hörst. Wenn einem selbst der Beitrag für andere und die Welt wichtiger wird als das eigene nackte Überleben, dann hat sich die Funktion der Krise erfüllt. Ein würdiger Abschluss. Dann würde ich sagen, wir wünschen allen noch einen wunderschönen Abend. Marc, vielen, vielen Dank nochmal an dich und natürlich an dich, Jürgen, dass ihr da und Ines auch an deine Beiträge, die du ja auch noch aus deiner Perspektive dann dazu bringst. Ich wünsche dir einen schönen Abend und sage danke. Wir sehen uns. Gerne, vielen Dank. Tschüss. Dank, tschüss. Ciao.